Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um sehr, sehr, sehr interessante und sehr schöne Informationen, weil nächste Woche ist es soweit. Fortnites Geburtstag wird gefeiert und natürlich wird es auch einige kostenlose Belohnungen geben und auch nicht nur bei Fortnite. Digga, warum sterben meine Teammates? Scheiß, keine Munition. Ja. So. Oh, ich muss weg. Ja, nicht nur bei Fortnite's Geburtstag wird es kostenlose Belohnungen geben. Und zwar wird es auch kostenlose Belohnungen bei den FNCS-Qualifikationen geben. Deswegen gibt es alle Informationen in diesem Video. Deswegen würde es mich freuen, falls ihr diesen Kanal supporten möchtet, den Abonnieren-Button reinhauen würdet. Würde mir eine große Freude sein. Und ja, wie gesagt, würde auch ein großer Support sein. Aber ich würde sagen, fangen wir direkt mit der Wassersenkung an, die gestern, glaube ich, um 9 Uhr veröffentlicht worden ist. Und einige Orte sind jetzt wieder da, zum Beispiel Pleasant Park oder Frenzy Farm sind jetzt wieder in der alten Form zurück. Und ich denke mal, das wird auch einige Frenzy Farm und Pleasant Park Fans freuen. Ich blende euch auch einmal einige Map-Änderungen ein, die mit der neuen Stufe reingekommen sind. Also Freunde, ich bin mal kurz still. Zum Beispiel Rickety Rick finde ich eine große Veränderung, dass da einfach eine komplette Insel verschwunden ist und die ganzen Inseln sind auch bei Rickety Rick nochmal verschoben worden und das Ganze wurde ein bisschen realistisch gehalten, dass die Insel sich mit der Wassersenkung ein bisschen verschieben, beziehungsweise nicht ein bisschen, sondern sehr groß, mit einem sehr großen Unterschied verschwinden. Aber Freunde, wie gesagt, die nächste Wassersenkung, denke ich mal, wird am nächsten Samstag kommen, aber... Oh, Digga, warum ist das so laut? Ja, was laber ich gerade? Was für den nächsten Samstag? Die nächste Wasserstufe wird am 24. Okay. Die nächste Stufe wird am 24. Juli um 9 Uhr morgens veröffentlicht. Das ist nächste Woche Freitag um 9 Uhr, wie gesagt. Also morgens. Und das wird auch einige Map-Änderungen reinbringen. Wie zum Beispiel, glaube ich, auch hier bei Hydro 16 wird es einen, beziehungsweise hier bei Slurpy Swamp wird es einen neuen Weg geben. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Wir müssen noch bis nächste Woche warten, bis die nächste Wassersenkung stattfindet. Aber ansonsten, Freunde, ja, die nächste Wassersenkung ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig für einige, zum Beispiel für Competitive Spieler, weil auch die FNCS-Qualifikation stattfinden. Bevor wir zu den FNCS-Qualifikationen kommen, muss ich noch mal was zu der Wassersenkung sagen. Nächste Woche kommen die Autos rein. Und ich denke, dafür ist jetzt die Wasserstufe einfach perfekt, weil jetzt wahrscheinlich, glaube ich, alle Orte, alle Straßen, alle Strecken freigelegt sind. Ah, Digga, aim. Fuck. Ich bin eh tot, aber dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde, falls ich sterbe. Ah, okay. Ich bin tot. War klar, Freunde. Aber wie gesagt, die Wasserstufe ist sehr, sehr, sehr wichtig für die Autos, die nächste Woche mit dem neuen Update kommen werden. Ansonsten, Freunde, machen wir mal weiter mit den FNCS-Items, die wir kostenlos dazu bekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der nächsten Runde. So, Freunde, neue Runde, neues Glück, würde ich sagen. Und wie gesagt, machen wir weiter mit den FNCS-Items. Am 1. August war das, glaube ich, fangen die FNCS-Qualifikationen an, wo sich die Teilnehmer, glaube ich, ja, wie gesagt, einfach qualifizieren können. Und dann wird es auch FNCS-Finale geben, also FNCS-Finals. Okay. Ja, und am 1. August können auch normale Zuschauer, die diese Qualifikation bei Twitch zuschauen, Drops verdienen und durch diese Drops bestimmte Items freischalten. Oh fuck. Scheiße, ich hab Angst. Warte. Junge. Ja, durch diese Drops könnt ihr ein Backbling, ein Spray-Motiv und ein Emoticon freischalten. Epic hat auch ein Blog-Post veröffentlicht. Vor ein paar Tagen ungefähr war... Digga, was ist mit meinen Edit-Skills los? Vor ein paar Tagen veröffentlicht und ich bin euch einmal hier
diesen Post ein und dann könnt ihr euch das Ganze durchlesen und auch die Termine der jeweiligen Qualifikation und den Finals auch. Also Freunde, ich bin mal kurz dafür still. Und ich denke, die FNCS Finals werden für einige sehr, sehr interessant sein. Also ist mir egal, was ihr für Competitive denkt. Ich denke, es macht einfach Spaß zuzuschauen und vielleicht auch was dazu zu lernen, besser zu werden und so weiter. Also wie bei der Weltmeisterschaft wird es, denke ich mal, einige auch freuen, hier kostenlose Items freizuschalten. Und ich denke mal, wir werden auch bei weiteren, sage ich mal, Competitive Turnieren auch, also bei größeren, denke ich, sage ich mal, auch kostenlose Items bekommen, also auch in Zukunft. Deswegen können wir uns auch noch für weitere kostenlose Items in der Zukunft freuen. Oh, hier ist ein Gegner. Digga, wie hat es einfach nicht getroffen? Aim, Digga. Aim muss einfach komplett gelernt werden. Ja, Freunde, ich glaube ansonsten, ja, der Galaxy Skin, beziehungsweise die weibliche Version vom Galaxy Skin, wurde von Samsung Galaxy, beziehungsweise allgemein von Samsung selber geleakt. Die haben bei ihrer Webseite oder so irgendwo ein Bild veröffentlicht und das aus Versehen oder wie auch immer, könnt ihr vorwerfen, was ihr wollt, aber Samsung hat aus Versehen ein Bild veröffentlicht, wo der weibliche Galaxy Skin zu sehen ist und ich blende euch einmal das Bild dazu ein. Dort wird halt gesagt, dass eben dieser Galaxy Skin bei einem Invite-Only-Turnier freischaltbar ist. Und by the way, die Registrierungen für diesen Cup bzw. für dieses Turnier, wo ihr den weiblichen Galaxy Skin freischalten könnt, finden am finden morgen statt, glaube ich. Morgen finden die statt und ihr könnt auch, denke ich mal, falls ihr ein Gerät dazu besitzt, euch auch registrieren. Alter, ich hasse dieses Wort. Aber angeblich sollen auch die Registrierungen um einen Tag verschoben werden, beziehungsweise wurden um einen Tag verschoben. Bin mal gespannt, ob das wirklich stimmt. Also ihr könnt schon mal euch darauf einstellen, dass die Registrierungen für dieses Turnier morgen oder übermorgen stattfinden. Deswegen, Freunde, ich freue mich mega auf dieses Turnier. Mein Kumpel hat, glaube ich, so ein Gerät, deswegen werde ich mal gucken, ob ich da mir was ergattern kann. Alter, was ist los mit mir? Junge, 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 wie viele Sprachfehler habe ich hier, Alter? Aber wie gesagt, Freunde, der Galaxy Skin ist okay. Die kurzen Haare gefallen mir jetzt nicht so. Aber viele übertreiben jetzt auch so, dass es aussieht wie ein Mann. Denke ich nicht so, weil es gibt auch Frauen, die kurze Haare haben. Aber Freunde, ich würde sagen, machen wir weiter mit einer weiteren Information, die für euch sehr, sehr interessant sein werden. Und zwar die Rift Beacons. Angeblich hat ein User namens Alex Leaks oder so, oder Alex Leak, herausgefunden, dass die Rift Beacons wieder mit dem 13.00 Update, also mit dem Season 3 Update, wieder in die Dateien hinzugefügt worden sind und in Zukunft auch einen alten, beziehungsweise einen alten Ort in der neuen Version reinbringen soll. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber mit dem letzten Update, das wir vor ungefähr 3 Wochen bekommen haben, haben wir auch einige Gebäude von alten Orten wiederbekommen, beziehungsweise die Gebäude alter Orte wurden wieder hinzugefügt in die Dateien und das waren, glaube ich, Lazy Lagoon und andere Orte. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, aber Lazy Lagoon und andere Orte und sogar, glaube ich, Happy Hamlet sind jetzt wieder in den Dateien. Und ich denke mal, dieser, wenn überhaupt sowas mit dem Rift Beacon passieren sollte, denke ich mal, sollte es mindestens, also durch diese Leaks, Happy Hamlet oder Lazy Lagoon irgendwie zurückbringen. Und ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich stimmt, weil dieser Alex Leak oder so nicht so krasse Informationen hat oder keine Bestätigung dafür hat. Deswegen können wir noch abwarten. Aber ist schon mal interessant, dass allgemein überhaupt alte Orte wieder in den Dateien sind. Deswegen müssen wir das Ganze noch im Auge behalten. Aber ansonsten, Freunde, können wir weiter darunter uns nichts vorstellen. Okay, wie gesagt, ich spiele gerade diesen aus dem Tresor-Modus. Und morgen soll der Blitz-Modus entweder in Solo, Duo oder Teams auftauchen. Und entweder 2 Tage später oder 1 Tag später die Variante wechseln. Also entweder wenn es jetzt zum Beispiel in Solo verfügbar ist, wird es nach 1 Tag oder nach 2 Tagen. Ich habe einfach nicht gesehen. Fuck. Digga, ich habe gerade. Du hoppst mich gleich. Ich habe keine Mats.
Oh shit, oh shit, okay, ich habe den genommen. Ja, morgen soll der Blitzmodus entweder in Solo, Duo oder Teams auftauchen. Und wenn es zum Beispiel morgens in Solo verfügbar sein wird, wird es nach einem Tag oder nach 2 Tagen in Duo verfügbar sein. Oder falls es in Duo kommt, dann wird es nach 2 oder 1 Tag, also nach einem oder 2 Tagen, nach einem Tag oder nach 2 Tagen, Alter, wie kann ich das Wort nicht aussprechen? Ja, in Teams verfügbar sein. Also kommt drauf an, je nachdem, was Epic Games sich dabei gedacht hat, beziehungsweise welche Variante sie davon veröffentlichen. Deswegen müssen wir noch abwarten, aber morgen ist schon mal bekannt, dass Blitz wieder kommen wird. Ist eine nice Sache, Freunde, ich feiere diesen Modus. Aber ich würde sagen, machen wir weiter mit dem mit Operation Knockout. Wir haben ja schon beim Summer Splash Update erfahren, dass auch neue beziehungsweise alte Orte in neue alte Orte, sag ich schon, alte LTMs in neuer Version reinkommen werden, wie zum Beispiel hinterlistige Schalldämpfer, also es hieß so früher und jetzt heißt es Nebel des Krieges, wurde ein bisschen geändert und wieder hinzugefügt. Dasselbe passiert wahrscheinlich auch mit Operation Knockout, weil sie das auch quasi in den Patch Notes erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt Patch Notes sagen kann, beziehungsweise nennen kann, aber Freunde, am 25. Juli oder 24. Juli soll Operation Knockout in einer anderen Version beziehungsweise in einer überarbeiteten Variante wieder reinkommen. Genauso wie hinterlistige Schalldämpfer wird es ein bisschen abgeändert beziehungsweise allgemein geändert und dann wird es wahrscheinlich wieder verfügbar sein mit Text und so. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt Text haben wird beziehungsweise Text, je nachdem wie das aussprechen möchte, Freunde, kommt auf euch an. Aber bin mal gespannt, ob das wirklich diese Text haben wird. Bin mal gespannt, wirklich, es wird nächste Woche, Update, Geburtstag, Autos, Wassersenkung und verschiedene Modis. Wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice, Freunde. Wie gesagt, morgen Blitz verfügbar und am Dienstag oder am Mittwoch wird es dann das Update 13.3.0, glaube ich, geben. Und dann können wir uns, wie gesagt, darauf einstellen, dass wir Autos, Geburtstag und so weiter, die ganzen Files und so weiter, werden wir alle noch bekommen mit dem neuen Update. Aber, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Holy shit. Aim. Ah, okay, Freunde, ich bin tot. Das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, abonnieren, nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bleibt gesund und ciao.